So, willkommen zu Part Nummer 7 unseres Half-Life 2 Let's Plays. Gestern sind wir eine Runde mit unserem Buggy die Küste lang gefahren und haben bereits einiges an Strecke zurückgelegt. Heute müssen wir, wie gestern schon angekündigt, diese Brücke freischalten, beziehungsweise oben die Energiebarriere deaktivieren. Und dafür müssen wir hier unten lang. Und wir haben mal direkt vor einem Ladescreen aufgehört. Wie öft, so oft, aber naja, gut. So lange dauert der Ladescreen ja noch nicht. So, mal gucken, was uns hier an Gegnern alles erwartet. Wir kriegen zunächst mal Munition für den Raketenwerfer. Kann man sich ja denken, was dann eventuell gleich noch kommen wird. Und wir kriegen etwas Energie. Speicher einfach mal. Ganz unverbindlich. Da möchte ich eigentlich nicht runterfallen. Also gehen wir runter und fangen unten an. Schubidubidu. Das war klar. Gut, da haben wir unseren mittlerweile, ich glaube, fünften Tod. Dann springen wir halt doch von hier rüber. Ist halt sicherer. Ich habe gedacht, ich würde hier Fallschaden kriegen, aber jetzt habe ich es einfach getan und habe keinen Schaden gekriegt. Ist auch okay. Stirb. Nochmal Leben, brauchen wir nicht. Haben wir noch alles? Noch mehr Raketen. Yay. Das wackelt aber alles gefährlich hier. Oh, da fährt ein Zug drüber. Dann warten wir doch eben. Okay, tun wir nicht. So. Weiß ich nicht. Nee, ich möchte natürlich eben Munition und sonstige Sachen einsammeln. Warum liegt denn hier noch? Oh, guck mal, selbst in Half-Life 2 kriege ich noch so ein paar Textur-Bugs hin. Wie schön. Ich frage mich, ob die auch in der Windows-Version drin sind oder ob das an Linux liegt. Da oben sind sie. Meine neuen Freunde. Den wollte ich haben. Ja, kriege ich dich? Och, bleib doch eben stehen da. Genau wie dein Kollege, der kann das. Ja, komm, bewegt. Du sollst dich dahin bewegen, wo ich dich sehen kann, du Penner. So, Headshot. Meine Güte. Ich glaube, so viel Munition wie hier für den Raketenwerfer ist, können wir mit dem, glaube ich, mal etwas mehr hantieren. Aber so ein Combine aus nächster Nähe mit dem Raketenwerfer abschießen hat natürlich auch was. Es irritiert mich echt so ein bisschen, dass wir den Zielstrahl von dem Raketenwerfer nicht abstellen können. Bei Half-Life 1 konnte man die abstellen, dann ist sie einfach geradeaus gefahren, Telefon. So, und da bin ich wieder zurück. Da ging es weiter, wa? Also auf Nahkampf nehme ich vielleicht doch keinen Raketenwerfer. Das könnte mal hinten losgehen. So. Wie viel hab Health-Kits, Medikits hier rumliegen? Das macht doch. Und wie wenig Schaden die alle machen. Ich dachte, ich kriege beide mit einem Schuss kaputt. Hat nicht funktioniert. Hagen wir mal hoch. Grüßen wir ihn aus nächster Nähe. Und das ist Medium-Schwierigkeit. Naja. Bisschen HP haben wir verloren, so ist nicht, aber haben wir
erstmal hier voll. Wir hören im Hintergrund schon den Heli langsam ankommen. Boah, das war auch ein großes Felsding gewesen. So. Ja, Heli, wo bist du? Ich habe schon keine Munition mehr. Ist ja traurig. Ach, damit hätte man die auch alle killen können. Oh, irgendwen habe ich gerade scheinbar sogar damit gekillt. Klasse. So, nochmal ein bisschen Leben dazu. Speichern trotzdem nochmal eben. Ah. Ja, ein bisschen Schaden machst du uns, ist ja gut. Dann ist das mal in die Mitte, da waren neue Raketen. Ja, hier noch nicht. Noch ein weiterer. Oh, unsere Energie ist schon aufgebraucht. Halb so wild. So, das soll es auch schwer gewesen sein mit dem Ding. Weg ist es. Sonst noch, will sonst noch wer was? Nee. Die haben wir wieder hoch. So, ja. Ich habe ein bisschen Schiss, hier runterzufallen. Das wäre natürlich noch uncool. Niemand mag irgendwo runterfallen. Aber doch. Kann man alles so schaffen, ohne springen zu müssen sogar. So, haben wir oben die Barriere schon deaktiviert. Das ging ja fix. So. Oh, was wollen die alle hier? Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Ich pack mir jetzt wieder... Ups, was haben wir denn hier? Hier ein neues Nest aufgemacht. Ich habe euch doch vorhin alle getötet. Also gestern. Ah, komm. Nicht sehr effektiv, aber. Naja. Gut, jetzt wollen wir doch mal eben gucken, ob wir hier noch wieder HP aufsammeln können. War nicht oben noch irgendwie was? Ne, da war noch ein Typ, ne? Na, wo bist du? Nein, das wollen wir nicht, das wollen wir erst recht nicht. Oh, der Typ ist jetzt weg, na gut. Ja, ich wollte mal eben gucken, ob ich nicht noch irgendwo ein Medikit übersehen habe. Das ist nicht der Fall. Hier liegt auch nichts rum. Ich habe schon wieder irgendwo Combines. Gucken wir nochmal kurz da rein, ob da wieder was liegt oder noch was liegt. Ja, ein bisschen Munition, die wir nicht brauchen. Aber nirgends irgendwelche Health Packs. Ja, fahren wir so weiter. Tschut, tschut, und die Barriere ist weg. Sehr schön.
Wasser. Das war nicht so sinnvoll. Zugramm ist nicht sinnvoll. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich entweder vorher warten oder es schaffen, bevor da was, bevor das noch da ist. Zeichen oben drauf sind keine Lambda-Symbole, das wollte ich nämlich eigentlich noch geguckt haben gerade und das haben wir jetzt ja gesehen. Mal gucken, ob es nicht hier noch irgendwo was gibt. Sieht nicht so aus. Ja, wir hatten auch schon eine Weile nichts mehr, ne? So. Okay, unter der Brücke. Nö, auch nicht. Na ja, gut. Dann halt nicht. Jetzt wäre natürlich vorne das Licht am Buggy sehr praktisch. Ich habe das Gefühl, dass es hier nicht unbedingt mit dem Buggy weitergeht. Da können wir gleich mal gucken, ob wir das alles... Ah, doch, das könnte man vielleicht alles zur Seite räumen. Hingesprungen. So. Naja, ist ja gut. So, erstmal hier gucken, gibt es hier noch was zu holen? Nee, dann geht's hier weiter. Daneben. Da klopft jemand an. Aber hier drin gibt es scheinbar nichts mehr zu holen. Nur wieder raus. Ist das auch nicht was übersehen? Ich sollte mal zielen. Das ist ja. Andererseits glaube ich, habe ich noch insgesamt genug Munition, um etwas länger durchzuhalten. Ich glaube, wir müssen hier mal die Autos aus dem Weg räumen. Hier geht es doch weiter. Leider können wir keine Fischhabitate mehr hier rausbasteln. So weit wollte ich jetzt nicht schießen. Ach, das ist ein normales Fass. Das ist ein Explosivfass. Mal zusammen hier Autos. So. Seite hier. Bisschen freie Räume und los geht's. Weiteres kleines Häuschen. Schauen wir da mal hin, nach. Ich hab hier wieder irgendwelche Leute verbrannt. Ich mag das nicht. Das eine waren Zombies, dann mag ich das.
Den möchte ich eigentlich ins Wasser schubsen. Ja. Ja, das machen wir jetzt auch. Au. Die sind so schön leicht, diese Combine-Fahrzeuge. Oh. Explodiert der gar nicht? Ist ja gemein. Da habe ich jetzt mit gerechnet. Da hatte ich mit gerechnet. Schweinerei. Da. Jetzt habe ich eine Explosion gekriegt. Ist auch gut. Das war das Fahrzeug, das habt ihr genau gesehen. So. Kommen wir durch die Vordertür rein? Natürlich nicht. Oh, ein Schiff. Kommen wir durch die Hintertür rein? Nur durchs Fenster können wir vielleicht, oder? Ah, ne, hier ist noch in der Wand. Also, so ein bisschen praktischer als ein Fenster. Stirbschrank. Oh, geht sogar. Da ist nichts drunter. Gucken wir mal oben. Hier ist auch nichts. Nichts zu sehen. Ein Toter. Oh. Nein, lass mich in Ruhe. Wo ist der dritte? Ist der gerade hier aus dem Fenster gesprungen? Dann kommst du mir nicht. Hä? Hey. Irgendwas ist hier. Unsichtbares in der Luft. Naja. Weg damit. Noch einer. Ach, die haben ja überall Nester. Ja, doch etwas lästiger. Oh, hier ist auch. Fehler das. Texturfehler, da ist was im Boden. Guck, da kommt er schon. Haben wir noch Texturfehler oben an der Decke? Oh, sieht nicht so aus. Ich glaube, wir haben sie alle. Tja, leider haben wir die Munition davon voll. Ah, passen wir da nicht durch? Ja. Sollten dringend etwas abnehmen. Hier ist ja grausam. Ich habe doch die Tür entbarrikadiert. Naja. Entbarrikadiert ist auch ein schönes Wort, oder? Da wollen wir lang. Hier war aber auch nirgends ein Landestützpunkt mehr. Das ist doch ein Hübsasser. Ja, fahren wir halt am Stamm weiter. Mal gucken, wie weiter damit kommt. Guck mal, da geht's doch weiter. Ich möchte jetzt nicht mit euch spielen. Ja, ich möchte einsteigen. Ja. So. Na, guten Tag da oben. Oh, ist das da runtergefallen? Naja, gut. Macht ja nichts. Ne? Achso, das ist Hells, das ist ja gar nicht Rüstung. Ich hab grad gedacht, das wäre Rüstung. War es aber gar nicht. Ah, daneben. Rotze weg hier. Da ist ja noch einer. So, Fresse halten. So, erstmal wieder alles plündern hier. Mal gucken, ob wir noch Krams finden. Keine Pillen im Bad. Das wollen wir ausmachen. Das geht bestimmt oben irgendwo. Hier kommen wir hoch. Hinaus.
Und hier sind jetzt ein Knöpkes für die. Sonst fahren wir gleich drum rum, das gibt bestimmt auch. Vielleicht hier hoch. Nö. Gucken wir erstmal hier in die Garage, ob wir da noch was finden. Ein bisschen Energie, wunderbar. Aber sonst auch nix. Da ist ja auch keine Energiebarriere hier, die ich ausmachen könnte. Oh, fahren wir einfach drum rum. Dann halt so. Hält uns nicht auf mit unserem tollen Buggy. So. Das werden aber auch immer. Also, was hilft jetzt, wenn ein menschengepackter Stützpunkt sein? Ach nee, der ist auch leer. Ups. Ups. Ich muss hier mal Raketen. Ich möchte Flugzeuge abschießen. Hallo, ich habe gerade meine ganzen Raketen verschossen. Ich kann euch gerade nicht duellieren. Das ist unfair. Ich würde euch gerne abschießen, aber ich habe nichts zum Schießen. Die Helis halt nicht habe. Schade drum. Sowas ist doch eigentlich immer unterhaltsam. Da ist doch eine Plattform oben. Ich möchte an die Plattform dran. Da ist doch eine Batterie drauf. Ich weiß, dass wir hier Batterien brauchen. Tschuppidu. Wir müssen nämlich hier vorne wieder Batterien einsetzen, damit wir da hinten das Tor aufmachen können. Damit wir weiterkommen im Auto. Jetzt bin ich auch gerade überlegen, wo war denn die andere Batterie? War die nicht in irgendeinem Auto drin? Ja, komm, geh weg. Da ist auch keine Batterie drin. Ja, ein bisschen Fischhabitat. Auch nichts drin. Da ist auch nichts drin, machen wir auch wieder Fischhabitat. Ist ja fast, als würden wir gute Taten vollbringen hier. Zumindest erkläre ich die ja für uns als gut. Wie viel Sinn das am Ende macht, das sei mal dahingestellt. Aber. Ach! Guck mal. Und Überraschung. So, genug Strom haben wir jetzt. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr Tolles zu holen, ne? Sieht nicht danach aus, auch kein Lambda-Dings oder sowas. Leider war's das. Und fahren wir in den nächsten Tunnel. Weiter geht's. Ladescreen. Na komm, ja, aber. So. Und der Leuchtturm. Aber hier kommt wieder eine Heli-Battle, da bin ich mir relativ sicher. Ja, Mausi, ich komm. We're picking up radio chatter.
They're looking for your car. Get your car in the garage. Na gut. Okay, Doc. You'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside, but no one's going anywhere until we fight off this attack. Having you here to fight alongside us is going to make a big difference for morale. Ich will hoffen, dass ich also. Here come the dropships. Ich hätte ja gern wieder ein neues Fahrzeug, aber gut. Dann war es das erstmal mit unserem schönen Buggy. Dropship hin und her. Ich, also Dropship, okay, da sind Leute auch runter. Okay, dann. Granaten, gut. Oh, kommt man denn da hoch? Ah, da ist eine Leiter. Nehmen wir die doch. Hier ist aber auch nichts Tolles oben. Na toll. Lass ich meinen Leuten in Ruhe hier. Komm, lass raus. Gerade vorgestellt habe, aber was will man machen? Oh, das mal neue Granaten. Ey, wo waren denn die? Achso, egal. Das hier war nur normale Munition. Habe ich hier immer eine Granatenkiste gehabt? Ja. Dann schroten wir halt weiter alles um. Aua. Sonderlich gefährlich sind die jetzt ja noch nicht hier. Mal gucken. Vor wem? Da ist doch keiner mehr. Vielleicht sollen wir mal wieder damit schießen. Oder hier. Ah, dieses alternative Feuer hiervon haben wir noch nicht benutzt, wa? Na komm. Oh Mann. Oh, sorry. Das Lighthouse ist full of rockets, das gefällt mir. Dann, wo denn? Ich gehe mal nach oben, ich gehe mal davon aus, oben ist gut. Aua. Lol, was hat mich denn da jetzt getroffen? Das war ja gemein. Ja, und wo sind jetzt eure Rockets hier? Ach, da oben. Ah, sehr schön. So, Gunship, wo bist du denn? Eins. Oh. Achso, warte mal. Das waren drei Schuss. Na, nur noch mal neue hier. Oh, schön, dass man den Raketen dann schon nicht mehr... Ups, das war. Die wurde abgeschossen. Der hat wieder getroffen. Und die wurde wieder abgeschossen. Der Schnitt wurde schlechter. Ist auch noch HP irgendwie. Ja, ich kann ja mal die Kisten zerschlagen. So. Wo bist du denn, Genschippchen? Da bist du. Nein, lass doch meine Raketen in Ruhe. Ah. Die war in der Kurve extra. Willst du mich verarschen? Der wird besser im Abschießen. Der lernt auch dazu, wa? So.
Ja, mit. Ups, das haben wir noch eine Rakete in der Luft gehalten. Na, macht ja nichts. So, Raketen. Ja, ich komme noch runter. Du hättest jetzt nicht, aber gut. So, noch mit. Und noch ein bisschen Energie, bitte. Energie. Dupdi-dup. Ah, ich hab dich überholt. Right along there. And watch your step. Mal eure Geheimgänge. Die dann nach außen führen. Naja, gut. Aber so ein Gunship dürfte das auch gesehen haben, dass hier ein Ausgang ist. Ich höre schon wieder Schiffe. Aber ich renn mal weiter hier. Ein Dropship. Na gut. Ist kein Gunship. Ah, das Screen. Schubdi-dubdi-du. Ich habe schon überlegt, ob man die alle rausschneiden sollte, aber dafür sind sie, glaube ich, zu kurz, als dass sich der Aufwand rechnen würde. Ich müsste die irgendwie vorher markieren, dass ich mir irgendwie eine Notiz mache, bei welchem Timestamp sowas ist. You there! Stop where you are! Stay on the rocks! Don't step on the sand! It makes the Antlions crazy! Laszlo, don't move! No! Help! Dear God, poor Laszlo, the finest mind of his generation, to come to such an end. We were heading for the Vortigaunt camp, hoping to pick up some bug baits if these damn things would leave us alone. But without Laszlo, what's the point? I know you tried to help. I'll stay with him a while. There's something I have to do. Go ahead. I hope you have better luck than we had. Hoffe ich auch. Und wenn nicht, dann kann ich ja laden. So. Muss man da hinten hingehen, um... Da vielleicht doch noch... Ich kann mir vorstellen, dass diese kleine, dass das da vorne noch als Lambda-Camp durchgeht, weil Hilfsgüter auf einer Stelle, deswegen versuche ich jetzt mal hier hinzukommen. Und natürlich trete ich eben auf den Sand. Mach mal normal. Jetzt sollte ich erstmal wieder auf den Stein gehen, damit ich nicht gleich andauernd neu rufe. Du. Selbst das hier zählt nicht als Lambda Camp. Dabei war hier noch mehr Krams. Wasser. Nee, komm, ist na gut. Komm her. So. Denn lang? Wo muss man denn hin? Da hinten Hauser Gebäude. Gebäude sind immer gut.
Ja, komm. Gegengewicht. Ah, dich nehme auch noch dazu. Bleib doch mal bitte auf dem Ding liegen. Ja, bleib liegen. Ja. So. So. Tödö. Okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Leben wieder verloren. Da hinten ist noch ein Haus. Ich will auch in die Häuser. Gut. Gut, dass ich nicht den dämlich bin und andauernd überall auftrete. So, geschafft. Komm her. Und das hält's. Ah, das sind sogar zwei. Und das andere auch noch, komm. Komm. Ah, hängt fest, naja gut. Noch was Schickes? Auf jeden Fall. So. Kommen wir nicht ganz so einfach wieder rauf, aber wir können uns ja hier ein bisschen helfen. Ja, da eher so hin. Sehr schön. So, easy peasy. Ach, da hinten sind auch noch Hilfsgüter. Oh, Shotgun-Molino, nehme ich mit. Ah, dafür bin ich zu weit weg. Kommen wir da noch dran? Na, war nix. Na gut. Eine kleine Warnung. Komm. Reicht das schon? Reicht schon. Nochmal Shotgun-Muni. Na gut. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, aber... Es hätte ja auch was Tolles sein können, wie zum Beispiel... Eigentlich brauchen wir nichts, ne? Aber egal. Ach, Sprung geschafft, wunderbar. Und Granaten. Ach ne. Munition hier für die andere Waffe. Na gut. Ne, da kommen wir nicht hoch, sondern nur runter. Das hier müssen hier lang. Na gut. Was für eine Konstruktion hier. Müssen wir doch da weiter. Ach ja, springen wir eben rüber hier. Oh, mit einem kommen wir doch locker klar. Wunderbar. Auch gut. Wunderbar. Speichern wir mal eben. Jetzt können wir da vorne das Ding in Betrieb setzen, wenn wir denn so wollen. Und das hält uns dann in dem Bereich die Dinger vom Hals.
So. Solange da jetzt kein Lambda-Symbol dran ist, gehe ich da mal nicht hin. Und ich kann keins erkennen. Ja, ich weiß, was wir alles voll haben, aber ich mache die trotzdem so gerne kaputt. Ja, solange wir hier rumhauen, werden die weiter spawnen, solange wir auch nur gerade sanft laufen. Weil die kommen nicht bis zu uns ran. Das haben wir jetzt bis zu mir auch noch mit. Würde ich vorschlagen, wir rennen jetzt darüber. Au. Vielleicht nicht die beste Idee, die wir je hatten, aber verdammt nah dran. So. Ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, was jetzt hier kommt. Und da die Zeit auch schon wieder um ist, werdet ihr den nächsten Kampf... Anfang der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zugucken, das war's mit Folge Nummer 7 unseres Half-Life 3 Let's Plays und bis morgen. Tschüss.